Hey, was macht das eigentlich mit dem Darm auch? Was macht das mit deinem Körper, ja, wenn du all diese Lebensmittel in der Form zu dir nimmst? Deswegen, ja, bin ich total gespannt, was wir den Zuschauern heute alles zeigen und bieten können, damit sie im besten Fall nach diesem Interview rausgehen und für sich entscheiden, so mache ich nicht weiter. Ich werde jetzt mal ein paar Sachen ändern. Genau. Cool. Dann würde ich sagen, ich teile einfach mal meinen Bildschirm, oder? Also ich werde erstmal ein bisschen aktuelle Zahlen und Statistiken zeigen zu dem Thema. Dann die Hauptursache für Übergewicht, Appetit, Diabetes und andere Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, erklären. Dann aktuelle Studien zu Darm und Gewicht zeigen. Und danach gibt es effektive Hacks für das Wohlfühlgewicht. Fangen wir mal an mit aktuellen Zahlen und Statistiken. Wurde eine Umfrage gemacht in Deutschland 2018, wer das metabolische Syndrom hat. Was mir das metabolische Syndrom fällt, sowas wie Adipositas, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir sehen, dass das hier schon in frühen Jahren relativ früh anfängt. Hier self-reported, also die selbst von sich sagen und wo es richtig diagnostiziert wird, in dem schwarzen Balken. Und steigt massiv an, aber so im Schnitt kann man sagen, ja, so 50% der Deutschen sind davon betroffen, was schon immens ist. Dann hier, wie sich es über den Zeitverlauf verändert hat in Deutschland seit 1975 bis 2016, Übergewicht. Also von 10%, die übergewichtig waren, ist es massiv bis dahin angestiegen, so bis 25%, und dann ging es jetzt ab 2016 natürlich noch weiter. Ich habe sogar vor kurzem in einem Interview gehört, dass es bis 2035, sollen wir sogar bei 75% Übergewicht ankommen. Also das hat mich doch sehr erschrocken. We will Die Tendenz see. ist ja alleine hier auch in der Tabelle schon sehr abzusehen. Ja. Also das ist eine Riesenpandemie. Ne? Das ist eine Pandemie. Ja, eigentlich. Dann hier eine Studie von 2022. Die Verbindung, also eine Review-Studie sogar, wo nur wirklich die aussagekräftigsten Studien zu dem Thema, die je gemacht wurden, alle zusammengenommen wurden, ausgewertet wurden, die schlechten wurden aussortiert, und dann wurde so ein wissenschaftlicher Konsens, wissenschaftliche Zusammenfassung aus den guten Studien gemacht. Und es ging um die Verbindung zwischen dem Darmmikrobiom, Übergewicht und Erkrankungen, die mit Übergewicht assoziiert werden. Und da kam raus, Fettleibigkeit ist zu einer globalen Epidemie und zu einer Krise der öffentlichen Gesundheit geworden, vor allem in den letzten Jahrzehnten. Und die Häufigkeit von Fettleibigkeit nimmt weiterhin mit alarmierender Geschwindigkeit zu.